In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben, einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Tommy. Dunkle Gestalten. Kehrt und erzählt vergessene Geschichten. Glaubt Wer kennt sie nicht? Die Kreuze, an denen Jesus für die Seinigen gestorben ist. Gerade in Tirol sind sie sehr häufig zu finden. An Wanderwegen, Bergrücken und an Bachläufen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Kehrt und Erzählt. Um eben eines dieser Kreuze dreht sich unsere heutige Geschichte. Nur war es nicht an einer Kreuzung eines Wanderweges zu finden, sondern an der Nordseite des Imster Friedhofs. Nur dort steht es nicht mehr. Der Platz wurde gewechselt. Warum dem so ist und was mit Leuten passiert, die respektlos über andere spotten. Das zeigt Ihnen die nun folgende Geschichte. An der Nordseite des Friedhofs in Imst stand früher ein spätgotisches Kruzifix. Die Kirche ist heute mit Recht einer der Bauten, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind. Über den 84,5 Meter hohen Turm ziehen die Wolken im Wind hinweg und verschaffen jedem Betrachter ein flaues Gefühl in der Magengegend. Ist er doch der höchste in Tirol. Auch heute noch nimmt die Pfarrkirche im Leben vieler Imsterinnen und Imster einen Platz in vorderster Reihe, wie etwa als Dreh- und Angelpunkt bei der Imster Fasnacht ein. Und so sterben die Geschichten um das heilige Areal nicht aus und werden mit Sicherheit die Zeit bis zum jüngsten Tag überdauern. In Absprache mit den Zuständigen durften wir in der Kirche und im Hof drehen. In Ehrfurcht begingen wir die Gänge und versuchten dabei die Ruhe der Dahingeschiedenen nicht zu stören. Das in jungen Jahren beigebrachte Verhalten, wenn einer eine Kirche betritt, ruhig, andächtig, vorsichtig und nachdenklich, flammte in unserem Team auf wie ein Feuer, das Nahrung bekommt.
Der Heiland am Kreuz, das heute in der Pfarrkirche über dem Altar hängt, da 1938 ein Brandanschlag darauf verübt wurde, hält den Mund weit offen, was früher allerdings nicht der Fall gewesen sein soll. Die Sage erzählt von zwei flegelhaften Handwerksgesellen, die, als das Kruzifix noch die Nordseite zierte, am Gekreuzigten vorbeigewandert seien. Dabei hätten sie dem Erlöser der Welt mangels an Respekt nicht den ehrerbietigen Gruß entgegengebracht. Nicht genug des Frevels verspotteten sie ihn obendrein und machten sich der Sünde der Blasphemie schuldig. Nun habe der Heiland den Mund geöffnet und den zwei Bösewichtern derart die Leviten gelesen, dass sie voll Angst und Schreck von dannen liefen. Seit diesem Tag zeigt der Sohn Gottes die veränderte Mundstellung und dies ist bis zum heutigen Tag dieselbe. Seit einem Brandanschlag im Jahre 1938 hängt dieses Kruzifix über dem Altar in der Pfarrkirche in Imst. Aber nicht diesem Brandanschlag ist es geschuldet, dass dieser Heiland am Kruzifix seinen Mund geöffnet hat. Nein, dem zugrunde liegt eine Geschichte voll fehlendem Respekt und Boshaftigkeit. Grad als wenn er reden wollt, betrachten ihn die frommen Imster Weiblein, nicht ohne die Lippen auf das Matterholz zu pressen. Gerade so, als wenn er reden wollt, sagten die frommen Imster Weiblein. Tja, da blieb nicht nur den Handwerksgesellen der Mund offen stehen, als der Gekreuzigte den Frevel an die Leviten las. Seitdem hängt er da oben mit offenem Mund. Überzeugen Sie sich selbst. Besuchen Sie die Imster Pfarrkirche und lassen Sie uns wissen, wie sie sich im Angesicht Jesu gefühlt haben. Besuchen Sie doch die verlinkten Webseiten in der Videobeschreibung und hinterlassen Sie uns einen Daumen hoch, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Und gerne abonnieren Sie auch unseren Kanal. Noch ein guter Tipp zum Schluss. Wenn Sie das nächste Mal am Heiland vorübergehen, zeigen Sie den nötigen Respekt. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Kehrt und Erzählt. Gute Nacht.